Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harold Halibut. Ja, wir haben in der letzten Folge wieder am Ende eines Tages aufgehört und werden uns jetzt mal ins Bett legen. Und ich bin gespannt, was uns den nächsten Tag erwartet. Gosh, whoever made that leak must be feeling pretty terrible right now. I'm glad it wasn't me messing up for once. Let's see what tomorrow brings. Sei hier. Mal gucken, was der nächste Tag bringt. Tag 18.252 nach dem Absturz. Guten Morgen, Ozean! Ein neuer Tag, ein neues Glück. Mal gucken, was so ansteht. And what time do you call this? Good morning, Professor. The time is... I know what the time is. There's lots to be done. How are we going to find out who the Lightkeepers are? I'm just as curious as you, Harold, but we have better things to do. I suppose you're right. How can I help? You can start by taking the rock to Bridget. She'll make the necessary preparations for analysis, which you should be able to handle. Okay, great. I'll get right on it. And Harold, try to remember that whoever the Lightkeepers are, our jobs here are to make life more stable for the people here, not less. I know. I'll get going. Was mit den Fischen? Muss ich die nicht auch mal füttern oder so? Fischis? Müsst ihr nicht auch mal wieder gefüttert? Also, hallo? So, ich will was gucken. Vielleicht gibt es ja jetzt hier irgendwas Neues. Man muss ja auch mal gucken, ob sich hier irgendwie was ändert so in der Zwischenzeit. Ne? Du sollst doch nicht von Stuhl zu Stuhl laufen. Das nennt man dann Stuhlgang. Scotty, beam mich hoch. Geht immer noch nicht. Ist hinten was in der Ecke? Nope. Also werden wir wahrscheinlich wirklich... Gucken nochmal auf unserem PDA kurz nach. To-do haben wir nur... Warte mal, ist das... Ah, ist auch geil. So eine schöne Kinderzeichnung eigentlich. Gut, ich könnte wahrscheinlich auch nicht besser zeichnen, ne? Ich würde es noch mit Strichmännchen machen. Ist noch einfacher. Genau, das war das Treffen. Was? Explosion? Warte mal, wir waren... Genau, das linke Bild ist jetzt mit dem Joggen. Wir waren erschöpft oben und haben geschwitzt wie Sau. Genau, dann rechts mit den Fischen. Die werden gekocht. Ja, ist gleich Suppe. Dann gab es einen Tritt. Ach, das ist genau da, wo wir den Kasten repariert haben, haben wir Stromschlag gekriegt. Ich finde das cool. Richtig cool gemacht. Achso, ich wollte ja gucken, ob wir jetzt wirklich nur Bridget haben. Steinlieferung. Coco finden. Strich mit Secretary Number 8. Wo ist denn Number 8? Ach, Number 8, Nummer 8. Moment. Keiner hier. Bevor wir hier weggehen, will ich mal kurz gucken, ob hier nicht auch irgendjemand auf dem Klo sitzt. Hallo, braucht jemand Klopapier? Nope. Tschüssikowski. Warte mal, hier geht's doch auch noch irgendwo hin, oder? Nee, geht's nicht. Geht nur... Dann gehen wir mal kurz die Pump-Station ab. Die Tür ist immer noch zu, da kommen wir nicht rein. Der Kalmar, Oktopus, Tintenfisch, was da am Fenster hängt, hängt immer noch da. Die brauchen wir auch nicht noch sauber machen. Nö. Also im Endeffekt wahrscheinlich müssen wir hier wirklich Bus hin. Ach, ich kann auch hier runterlaufen. Okay, gut zu wissen. Dann brauche ich nicht mal bis zur Treppe laufen. Also brauchen wir da eigentlich bloß hinlaufen, wenn wir auch die Aufgabe bekommen, dass wir das Ding warten bzw. durchspülen sollen. Hier ist... Das Gewächshaus. Es ist natürlich wie immer keiner da. Okay. Na, dann werden wir mal dann zur Brigitte fahren, wa? Und werden der dann mal den Stein geben. Da müssen wir aber noch ins Hoch.
Wir werden uns mal wieder durch die Röhre jagen. Was ist denn out of order? We're sorry. The Social District Tube Route will be closed while we improve journey smoothness. However, we still advise not to eat a big lunch before traveling. Aha. Mal Hauptstation, waren wir jetzt schon Agrar, Labor? Sind wir ja. Dann müssen wir zum Energiesektor jetzt. Destination chosen. We hope you enjoy your all-water journey. You've arrived. Have you checked your pockets before leaving? Taste the disinfectant. Welcome. Please submit to a gentle disinfecting. Close your eyes. Mach ich. Procedure will begin in 3. 2. 1. 0. Brigitte. Brigitte. Da ist sie doch. Ah, jetzt kann ich hier lang, wa? So, du. Hey, Harold. Hallo, Sai. How's the start procedure going? So-so. I've got an awful lot to get through and no one to help me with it all. That's not true, Sai. Madam CEO asked us to keep an eye on... I mean, help you. What do you mean, asked? And I? Just that, you know, she was concerned about you, I guess. Well, she must really trust me. It's not like I'm one of the ship's foremost experts in molecular sciences. So, what is your procedure idea exactly? So, there are a couple of stages to it. The first stage is all about our current stasis. As we all know, the ship's weight and the fact certain sections are full of water gives us a stable buoyancy. And because of the tide, we're in a very slow and long orbit. So, we start by pumping some of the water out through the ship's thrusters, accelerating our orbital trajectory. Then comes phase two. Once we reach a certain velocity, we pump more water into the unused core, making us sink deeper toward the gravity well, which will tighten our orbit but keep the speed, thus building greater momentum. Yeah, like those ice skaters when they crouch down in a pirouette. Oh, those videos are great. When you get Slippy to let you borrow them, anyway. Ooh, is that where you got the idea from? No, my idea came from much less frivolous scientific principles. But yeah, they are good vids. As I was saying, once we reach max possible speed, here's where it gets fun, we pump out all the water. But not all water, that would be mean. At the same time, and use the sudden extra buoyancy to break free of our orbit on an upwards trajectory towards the planet's surface. Oh, a bit like an ancient cephalopod. Exactly. How on Fedora did you know about that? Oh, I found a book lying around in the lab called Masterminds of the Deep. I kind of hoped it was going to be an adventure novel. Ah, interesting. But anyway, here's where it gets tricky. As the Fedora is still going to be denser than the surrounding water, our velocity will slow down the closer we get to the surface. But if we time everything right, our initial slingshot should create just enough momentum to allow us to break free the ocean surface for about a minute. Like a flying fish. It'll be so weird to see the sky. Focus, Harold. This is the most crucial part. We must launch the thrusters at exactly the right moment if we wish to achieve escape velocity. Too early, they'll be waterlogged. Too late, and we'll crash right back into the sea. Wow, Sai, that's an amazing plan. Think it'll work? Oh, in theory, absolutely. But there's something in my calculations that seems off. I've checked everything, but I can't pin down the variable. Like the timing? Kind of. If I didn't know better, I'd say time itself. Okay. Anyway, what did Maro say about what Madame CEO said? Oh, she said she trusted you and that there was no need. Did she now? Yeah. Knowing her, she did it just to spite the CEO. Anyway, you seen Sunny recently? No. Not for a long time, actually. Since you two went your separate ways? Mm-hmm. She said she needed to find herself. Well, I'm sure she'll turn up eventually. Were things all right between you? Yeah, it was, you know, we're two different people. Sunny alone is at least two different people.
But I'm glad it wasn't anything too dramatic. Anyway, back to work for me. Yeah. Looks like you've got it cut out for you. Good luck, Sai. Kann ich auch irgendwo irgendwie in die Notizen rein? Würde mich mal interessieren. Moment, ich will mal kurz nachgucken in der Steuerung. Okay, gibt jetzt nichts weiter. Also ich habe jetzt nichts gefunden, wo man jetzt in die Nachrichten vielleicht nochmal gucken könnte. So, wir wollten eigentlich zu ihr. Das wäre unser Hauptaugenmerk gewesen. Okay. Hallo, Brigitte. Ich hab da was für dich, den blauen Stein. Hi, Bridget. Are you ready to rock, Harold? I have it here. Ready with rock. Oh, Harold, you can be such a killjoy sometimes. Anyway, it's going to take a while to analyze this little guy, so I'll send for you when it's ready. Oh, okay, great. Thanks, Bridget. Oh, Harold, while you're here, maybe you could help me with a little something? Maybe, but don't you think... Now, you'll do quite well. There's a little experiment I've been wanting to run. The remote control of the conveyors isn't working right now. My theory is Cyrus and his mugs of tea that he always forgets about before knocking over. So I need your help to manually control them. Can do. I'll be in here recording and analyzing the data. Right, see that button over there? The big one next to the conveyors starts and stops them. I think I can handle that. Yes, well, don't get cocky. I'll give you more detailed instructions over the loudspeakers as we go along. Irgendwie erinnert mich das aber auch ein bisschen an die Augsburger Puppenkiste. Kennt ihr? Kennt das noch einer von euch von früher? Okay, so, there are three different types of organisms on the conveyor. Each is a different color. Aren't they pretty? See, don't I make life easy for you? But I want you to focus on the red ones for now, since we're comparing their data to past readings. Red ones. I got it. I'd be worried if you didn't. Anyway, pop them under the green machine next to you and stop the conveyor, please. So, die roten, ja? Ich muss gerade husten, deshalb habe ich gerade weggeguckt. Ich glaube, die roten. Nice one. Now on to the next step. Now, you see the analysis machine? Go start it up. The machine's UI is pretty easy. There are just two buttons. One to chop the sample, and one to coat it in our lovely space bacteria mix. Chop and coat. I see. Right. I'll be prepping the actual data recording in the meantime. I'll let you know exactly when to start the process. Wait for my command. Just like comedy, timing is everything here. Okay. Now. Wrong order. Chop first, coat second. Hab ich doch oben. Also es ist wieder runtergegangen. Now. Great. Time to coat the sample. Okay, great. Now show me what you got. Intriguing. Okay, we need two more readings to have a representative data set. Okay, also nochmal zwei rote, ja? Okay, great. On to the next step. Dann wieder ins Gerät, erst zerkleinern und dann müssen wir das natürlich mit heißem Dampf. Harold, what did I tell you about timing? The sample will be useless to us now. Oh. You'll have to repeat the first steps. Oh, stimmt. Ich soll ja das erst machen, wenn sie mir sagt, dass ich das machen soll. Aber ich bin ein bisschen dumm, ich hab das vergessen. Guck mal, dafür kriegst du jetzt eine größere Probe. Nice one. Now on to the next step. Du, wir sind wirklich das Mädchen für alles, ne? Wir können eigentlich alles. Now. Great. Time to coat the sample. Okay, great. Now show me what you got. Intriguing. Just the one left now. Diesmal schaffe ich das, ganz bestimmt. Glaub ganz fest an mich. Ach, guck mal, da ist auch rot drin. Nein. So, jetzt sehe ich, nehmen wir. Okay, great. On to the next step.
Now. Okay. Oh Gott, fragen darf ich endlich? Great. Time to coat the sample. Nice. Let's see what we have. Ah, I see. I see. Nice one, Harold. That's everything we need. Meet me back at the control room and we can look over the results together. Oh, das ist ja cool, dass er das sich wirklich mit mir gemeinsam angucken will. Warte, ich muss erst mal gucken, was gibt's denn noch? Kann ich hier nicht irgendwas mopsen? Alter, wie voll ist denn hier das Lager? Warte mal, da hinten. Das sind noch ein paar Steinchen, wa? Gibt's da in der Ecke noch was? Warte, ich geh schnell, nur ganz schnell gucken. Ah, ich kann auch hier raus. Dann sag das doch gleich. Hätte ich nicht hier vorne rausgehen müssen. These results. It looks like our catalytic bacteria is starting to have diminishing returns on the energy output. Weniger? That's not good, right? No, but it also doesn't make much sense. Why would the bacteria have been fine until now? I'm not the best person to ask. What could have changed? I'm not sure. I've run the tests. The key variables, pH level, density, etc., are all stable on the bacteria. We're using the same organic matter for it to convert. And I've been double-checking the filters. They're filtering at the same levels as always. I mean, could something outside the ship be to blame? It is possible that somehow the organic matter is being affected before it hits the filters. But none of the tests we've run on the matter itself shows any key variance. Hmm, strange. Are the energy returns diminishing very badly? I'm not panicking yet, Harold. It's just a trend we can't let continue indefinitely. Unless we can miraculously find a whole new system for producing energy. Not panicking at all. Oh. Oh dear. I should get back to Moreau, but just let me know if there's anything else I can do to help. I'll keep you posted, Harold. And thanks. Nachricht, diesmal Nachricht da. Harold, die Filtration scheint mal wieder verstopft zu sein. Bitte kümmere dich darum. Anständig. Mach ich immer anständig. So. Bitte wähle eine der oberen Kategorien aus. Jemand hat die Wand mit Graffiti. Das habe ich doch aber schon gemacht. Noch eine To-Do? Achso, reinige, ja. Coco finden, sprich mit Secretary Nummer 8. Aber Mr. 8 war das? Ich gehe mal gucken. War Mr. 8 dann eigentlich wirklich der Typ, der uns das Bußgeld da geben wollte? Ja, ich habe aufgepasst. Warte mal. Geh mal kurz Hauptstation. Guck mal nach Mr. 8. Hui! You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. Wer bist du denn? We hope you travel with us again soon. Hello there, little miss. Are you lost? You could call me Lise. And no, I'm just waiting for someone. Oh, is Lise like a combination of little and miss? No, stupid. It's my name. What's your name? Harold. It's Harold. Nice to meet you. Is Harold like far and old combined? Well, I suppose it is, actually. Can you just leave me alone? I'll yell stranger danger if you don't! Okay, bye, Lise. Notizbuch Kinderschick. Wo ist denn das Notiz? Was ist denn das hier? Ach so, das ist, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich war eigentlich Hauptstation. Bin ich jetzt da hochgekommen? Ach, hier wollte ich hin. Halt, wer ist, bist du Nummer 8? Nee, ne? Ah, hello there. Doch. Secretary 8? That's me, sir. Can I help you get where you're going? That's okay. I was actually wondering... Well, I've been speaking to your brothers. Oh, how nice. Which ones? Mr. 17 and Mr. 24? Well, I didn't speak to Mr. 24 about that, but... Ah, yes. Yes, good, loyal, all-water employees both. I dare say I've been a good influence. Although even my shining example couldn't extend to him. So, he's the fourth brother. What happened to him?
Oh, I do apologize. I've got to see to, matters. But I'm sure 24 can help with your inquiries. He has a better grip on the whole sordid affair than I do. Okay, Mr. 8. Ah, oh, 24? 24 war denn der aber im Büro da oben. Destination selected. Have a pleasant journey and a fantastic day. Gehen wir haben. You may now exit the tube. Thank you on behalf of the All Water Corporation for choosing to travel with us today. War das nicht der da hinten? Also ich glaube, das hier hinten war die 24, oder? Hallo. Oh, ich stehe ein bisschen im Tisch. Mr. 24. Hi. Mr. Halibut? So, I was just talking to your brother, Secretary 17. I mean, and it was funny. Actually, at first I thought he was your other brother, 8. I'm sure he found it just as hilarious as I do. Do you need something? Only that when I spoke to 8 about what 17 said, he said to speak to you about what happened with your fourth brother. Ah, yes. Our wayward Warren, the fourth brother who went his separate way, choosing a life of gastronomical frivolity over contributing to society with All Water. Oh, I see. Are you ashamed of him just because he didn't follow you all into working for the corporation? Is that why none of you like to talk about him? Actually, he tried, but he didn't pass the entrance exam. We suspect his heart wasn't really in it. We used to do everything together. And we were supposed to stick together. But he didn't study enough. And now... Yes. What does he do now? Last I heard, Warren had started a food stall. I don't want to think about it. Okay. Well, thanks for telling me about him. Okay. I'll leave you be. Ein Food? Okay. Was? All Water, die drei All Water Brüder meiden ihren abtrünnigen Bruder. Dafür muss es einen Grund geben. Aber wie komme ich dahinter? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist optional, die BNO. Wir sollen jetzt erstmal die Filtrations-Dings säubern. Das werden wir jetzt auch machen. Bevor hier nachher kein ausreichendes Wasser mehr ankommt, ne? Hauptstation, genau. Destination determined. Now, relax with all water. Was waren da jetzt eigentlich noch für eine Ebene? Habe ich jetzt nicht gesehen, das war aber nicht die Social-Ebene, oder? Thank you for choosing all water tubes. Wer bist denn du? Habe ich das schon gesehen? Okay, ich kann mit dir nicht reden, du möchtest nicht, also gehe ich wieder. Laborsektor, genau, Laborsektor war das. Location, das ist ja bei uns. Journey commencing. In Level 2 unten, glaube ich, ist das, ne? Thank you for traveling with all water. So, dann düsen wir mal gleich runter. Mal gucken, ob hier wieder jemand in der Lounge sitzt. Nope. Warte mal, wenn wir schon hier sind. Keiner auf dem Donnerbalken. Die Tür ist immer noch zu. Tentakel ist immer noch am Fenster. Dann werde ich mal wieder versuchen, das mit der Pumpe hier zu machen. Ah, siehst du, ich brauche ja nicht. Ich hänge in der Wand. Ah, irgendwas stimmt hier gerade so nicht. So, wie war das? Cleaning, fixing, cleaning, fixing. Running around and fetching stuff, bringing stuff. It could be worse. But there must be more. More to life? Cleaning, fixing, running all around. Wait. What's that sound? Isn't there more to life? I clean and I fix
till my legs feel like bricks. My best friend is a mop. I work till I drop. And for what? No medals or treats. I don't get silk sheets, but oh, I'm the first guy they call for a leak. There must be more to life. I could be an artist. My name would be feted. Or a chef whose every dish was celebrated. But maybe this is my destiny. Trouble and strife. And perhaps that's okay. At the end of the day, what more could there be to life? Bist ein cooler Typ, Harold, ey. Bist mir immer sympathischer. Oh, sorry, Harold. Ah, hey, yeah, hey, Tommy. Sorry, you startled me. I'm a bit startled myself. What brings you to the filter station? Just, you know, I should probably be going. But you just got here. Anything I can help you with? I was just looking for Filter Frankie, but I guess he's not around. That guy can be slipperier than a jellied eel. Yeah, I've never even met him. Righto, I'll be going now. See you, Harold. Oh, okay. Bye, Tommy. Hm. Ist jetzt aber komisch. Berichte, Bridget hört sich wahrscheinlich besser an, wa? Unsere Probe ist fertiggestellt und bereit für die Analyse. Ich habe ein gutes Gefühl. Unsere Probe, okay. Also, es tut du jetzt, die Probe ist bereit. Bridget sagt mir, dass die mysteriöse Probe bereit für die Analyse ist. Also sollen wir jetzt wieder zu Brigitte gehen, wa? Oder Bridget. Ja, Leute, aber das machen wir dann in der nächsten Folge von Harold. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Oder ein Abo da. Ja, Leute, ich freue mich. Ich muss sagen, ich finde das Spiel bis jetzt echt cool. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Wie gesagt, es ist mal was ganz anderes. Ich finde es mal wieder ganz geil, dass es wieder mal ein anderes Konzept ist. Ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal.